die Soba-Nudeln, da ist die Basis Buchweizen. Mie-Nudeln, das sind Weizennudeln. Da gibt es auch dünne und breitere. Mie-Nudeln werden aber vorrangig zum Braten hergenommen. In Nordchina, dort fangen die Leute Frühstück mit einer großen Schale Nudelsuppe. Zum Mittag isst man auch Nudelsuppe, am Abend vielleicht was anderes. Soba, Mie, Udon und Co. Pastavielfalt aus Asien. Wie jedes Land dieser Welt sagen die Thailänder von sich, dass sie die Nudeln erfunden hätten. Also die Italiener, die Chinesen, jeder hat Nudeln erfunden. Es ist ja irgendwie wahrscheinlich eine logische Entwicklung, dass man aus Mehl und Wasser irgendwas herstellt. Ja, ich kann in der Suppe eine geben, ich kann auch in der Soße. Zum Beispiel, was wir jetzt anbieten, handgezogene Nudeln aus Shaanxi-Provinz. Die nennen wir Bian Bian Mian. Ja? Das ist eigentlich nichts anderes, eine Bandnudel mit Hand gezogen. Und manche zieht sogar das Nudeln so breit wie eine Gürtel, ja? So breit. In vielen asiatischen Ländern sind Nudeln ein Hauptnahrungsmittel. In China hat man die ältesten Nudeln der Welt entdeckt. Bei Ausgrabungen am Gelben Fluss stießen Archäologen auf 4000 Jahre alte Nudeln aus Hirsemehl. Handgemachte Nudeln auf asiatische Art sind auch in Österreich keine Seltenheit mehr. Eine Sendung von Ernst Weber. Früher war es so, Nudel ist was Noberes, gell? Was Teures. Und Reis ist was Günstigeres in Asien. Gell? Wenn ein Reisanbau in Asien ist sehr üblich. Weizen ist natürlich weniger. Und dadurch ist auch Nudel was Besonderes und Teures. Der Koch und Gastronom Yao Yao Hu. Er steht in der Schauküche seines Streetfood-Restaurants Yaoko im Einkaufszentrum Europark in der Stadt Salzburg. Im Reich der Mitte tischt man Nudeln zu besonderen Anlässen auf, sagt Yao Yao Hu. Wenn man Geburtstag hat, die kriegen immer eine lange Nudel. Die Nudel wird nicht ein kurzes Stück, sondern so lange wie es geht, wird es serviert. Die nennen das Zhang Shou Mian, ja? Das heißt langes Leben Nudel. Ja? Je nach Dicke kann die Teigware 3 bis 4 Meter lang sein. Handgezogene Nudeln sind eine der Spezialitäten des Gastronomen. Bei einem Wettbewerb 2014 stellte Yao Yao Hu die längste Nudel der Welt her. Sie war 581 Meter lang. Der Koch hat einen geschmeidigen Klumpen weißen Teiges vor sich. Gleich wird er daraus Nudeln ziehen. Also wir verwenden hauptsächlich 480er Weizenmehl, Wasser, Salz und das wird zusammengeknetet und dann mindestens so eine Stunde rasten lassen und dann kann ich die Nudel ziehen. Aus Weizenmehl Nudel ist jede Portion frisch gezogen. Da hat dieses Biss, die Italiener nennen das al dente. Gell? In seinen beiden Restaurants, dem Yaoko und dem Yao Yao, sie liegen nebeneinander, verarbeiten seine Köche bis zu 40 Kilo Teig pro Tag. Jede Nudelportion wird händisch gezogen. Yao Yao Hu nimmt eine Handvoll Teig, rollt sie mit den Handflächen zu einem etwa 20 cm langen Stück. Er zieht diese Teigwurst mit beiden Händen auseinander, faltet den Strang und verdoppelt ihn und zieht ihn abermals in die Länge. Die Teigschnüre schlägt er auf die bemehlte Arbeitsplatte, damit sie nicht zusammenkleben. Er faltet, verdoppelt und zieht. Aus einem einzigen dicken Teigstück wird ein dünner, mehrfach gefalteter Nudelstrang. Das sind die runde, dicke Nudeln. Das ist für die Olivensoße mit Thunfischnudeln. Ja? Mit der gleichen Technik des Ziehens und Faltens macht er aus einem flach gedrückten Teigstrang breite Bandnudeln. Das sind die Bandnudeln. La Mien heißen diese Nudeln. Sie können rund wie Spaghetti sein, flach wie Bandnudeln oder, vom Brett geschnitten oder gehobelt, fingerförmig wie Schupfnudeln. La Mien ist handgezogene Nudel, heißt La Mien. La heißt ziehen, Mien heißt der Nudel. Natürlich auf Japanisch, jetzt schreiben wir wieder R, gell? Ramen. Ja? Aber eigentlich auch, deswegen weiß man sie in der Nudelsuppe serviert. Wie ich das zubereite, das ist ein anderes Thema. Ja, ich kann in der Suppe eine geben, das muss nicht immer in der Suppe sein. Zum Beispiel, was wir jetzt anbieten, ist zum Beispiel handgezogene Nudeln mit einer Sesamsoße. Nudeln mit Sesamsoße und Thunfisch sind ein sogenanntes trockenes Nudelgericht. Die Nudeln sind nur mit Soße überzogen.
Ebenso die Nudeln mit Olivenöl, chinesischer Wurst und Koriander, die der Gastronom auf der Speisekarte hat. Suppe jedenfalls spielt eine wichtige Rolle. Im Restaurant Yao Yao bietet man etwa Beef Miso an. Ja, haben da wieder die Nudeln, handgezogene Nudeln gezogen und dann die Rinderfilet kurz blanchiert und dann mit der Miso-Suppe wieder serviert. Ja. Handgezogene Nudeln gibt es in vielen Restaurants in Wien. In der Schauküche des Restaurants Dancing Noodles in der Schönbrunner Straße knetet Nudelmeister Zhang den Teig für seine Pasta. Xin Liu, Inhaberin des Lokals, verrät Details. Mehlwasser, Öl, Salz, das ist Zutaten, kein Geheimnis, ja. Und die wichtige ist dieser Verhältnis. Nicht zu viel Wasser und auch nicht zu viel Öl. Und täglich sollen die Nudelmeister haben mal gerechnet, ungefähr 400 Portionen Nudel hat mit der Hand gezogen, so ganzen Tag durchziehen. Und wir haben das so schockiert, weil so viele dieser Nudelschüssel haben abwaschen, gewaschen. Aber der Nudelmeister war in China nach der Ausbildung, der hat Praxis auch in Nordchina, Lanzhou-Stadt, durchgeführt. Und in der Stadt, er hat uns erzählt, er war in einem Lamian-Restaurant und dort liegt drei Nudelmeister. Und die ziehen jeder Nudelmeister fast 1000 Portionen Nudeln, weil dort die Gäste kommen nur, um die Nudelsuppe zu bestellen. Meister Zhang wirbelt den dicken Teigstrang in der Luft, dreht ihn ein wie einen Zopf, knetet erneut und zieht in wenigen Sekunden gleichmäßig dünne Nudeln. Xin Liu hat es selbst auch schon öfter versucht. Schaffe ich nie. Ich schaue jeden Tag zu und es schaut so leicht. Die Kneten dauert lange Zeit jedes Mal für den ganzen Teig. Aber zu ziehen, es ist nur, ich habe mal gezählt, 40 Sekunden fertig zu ziehen. Ja. Und es schaut ganz schnell, eine Portion schnell fertig zubereitet, aber es hängt wirklich von der Technik voll. Ja. 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 Ein Schwerpunkt auf der Speisekarte des Restaurants ist Nudelsuppe. Neben traditioneller Rindsuppe bietet man mit den handgezogenen Nudeln Suppe aus Hühnerfleisch an, Entenlamian, Nudelsuppe mit Meeresfrüchten und Gemüsesuppe auf Basis von Kokosmilch. Die traditionelle Rindsuppe würzt man mit Szechuan-Pfeffer, Sternanis, Nelken, Cassia-Rinde, Gewürzlilie und anderen Gewürzen. Wir kochen 30 Kilo Rinderfleisch und 30 Kilo Rinder, dieser Markknochen zusammen. Es wird circa 6 bis 7 Stunden dauert zum Aufkochen. Dann wird die Suppe zweimal abgesiebt. Die Suppe muss klar sein. Nudeln und Einlage isst man mit Stäbchen. In Asien gehört Schlürfen zum guten Ton. Einlage sind Nudeln, Scheiben von weichem, geschmortem Fleisch, ein Stück gekochter Rettich, Pak Choi oder Spinatblätter, Chiliöl und frischer Koriander. Wichtig in der chinesischen Küche sind auch gebratene Nudeln. Sie werden nach dem Kochen abgekühlt, damit sie beim Braten nicht zusammenkleben. Und für die gebratene Nudel, es wird immer in der Früh vorher in dem Wasser kurz 1 bis 2 Minuten gekocht. Und in der ganz kühlen Wasser, so Eiswürfel geben wir drauf rein, damit das Wasser die Nudel und ein bisschen zurückzieht. Ja. Und dann, wenn die Kunden bestellt, wir nehmen genau Portion wieder noch einmal in Pfanne durchgebraten und da geben frisch Gemüse und die Fleisch drauf. Ja. Es gibt die Leute, die kommen nur für handgezogene Nudeln. Und die wollen die gebratene Nudel auch unbedingt vom Frischteig. Das machen wir auch. Aber vorher erklären wir, es kann schon sein, die pickt die ganze Speise zusammen. Aber manche Kunde hat trotzdem das auch überzeugt. Ein erfahrener Koch brät die Nudeln im Wok in wenigen Minuten, sagt der Gastronom Yao Yao Hu. Und wenn der Kunden bestellt, dann geben wir ein bisschen Öl in den Wok und dann wird er die Nudeln hineingegeben oder vorher vielleicht jemand wollen Fleisch, dann geben wir Hühnerfleisch dazu und ein bisschen Gemüse und dann wird die Nudel gebraten mit der Sojasauce und mit der Reisweine gelöscht. Und da verkaufen wir am Tag mindestens 200 Portionen. Neben den handgezogenen Nudeln bietet Yao Yao Hu auch hausgemachte Ramen-Nudeln an. Für diese japanische Nudelvariante verwendet er eine Nudelmaschine. Als wichtige Zutat kommt geröstetes Speisesoda in den Teig. Also wir rösten sogenannte die Speisesoda, ja, mit 180 Grad. Und dann fügt man in den Weizenmehl dazu, machen das Teig. Weil das geht nur ums, dass der Biss hat. Wenn man geröstete Speisesoda hineingibt, dann wird er bissfest.
In Japan, wo man Ramen-Nudeln auch China-Nudeln nennt, fügt man sogenanntes Kansui in den Teig. Kansui ist eine alkalische Lösung aus Soda und Kaliumcarbonat. Sie gibt der Pasta elastische Konsistenz, gelbliche Farbe und den typischen Geschmack. Yao Yao Hu kocht eine klassische Brühe für die Ramensuppe auf Basis von Schweinefleisch und Knochen. Er serviert sie mit wachsweichem Ei, mürbe gebratenem Bauchfleisch, Pak Choi und Nudeln. Eine große Auswahl an Nudeln aus Fernost findet man in asiatischen Supermärkten. Der größte dieser Märkte in Salzburg ist der asiatische Spezialitätenmarkt in der Schranengasse. Inhaberin Xu Yin Wang führt durch die Nudelauswahl. Es gibt Nudeln aus Weizen, Nudeln, die aus Reis hergestellt werden, die sogenannten Glasnudeln aus Süßkartoffeln bzw. Glasnudeln aus Mungobohnen, was die koreanische und japanische Küche betrifft, die sogenannten Udon-Nudeln. Udon-Nudeln sind vergleichsweise dicke Nudeln aus Weizenmehl. Man liebt sie in der Suppe oder in dickflüssigen Currysoßen, im Sommer auch in kalten Gerichten. Soba-Nudeln sind eher dünn und aus Buchweizenmehl. Gekräuselte Mie-Nudeln, es sind Eiernudeln aus Weizenmehl, sind besonders in Indonesien gefragt. Glasnudeln aus Süßkartoffeln oder aus Mungobohnen sind glutenfrei und kalorienarm. Glasnudeln gehören ungefähr 10 Minuten in kaltem Wasser eingeweicht und dann vielleicht nur ganz, ganz kurz, ich sag mal eine halbe Minute bis eine Minute im kochenden Wasser. Da ist die Frage, wenn Sie für einen Salat hernehmen, dann kalt abschrecken, aber für die Suppe nur direkt dazu. Die sind ja ganz dünne Nudeln, die gleich mal fertig sind. Spezielle Glasnudeln führt Xu Yin Wang in der Bio-Abteilung ihres Spezialitätenmarktes. Shirataki-Nudeln. Shirataki-Nudeln, das Besondere ist Basis aus der Cognac-Wurzel. Das sind Nudeln, die fast keine Kalorien haben. Und da gibt es auch verschiedenste Nudelarten. Die Form als Reis oder als Spaghetti-Form oder die breiten Tagliatelle. Shirataki-Nudeln sind dicker als Glasnudeln. Sie haben wenig Eigengeschmack, nehmen aber gut Geschmäcker von Soßen oder Suppen auf. Die Cognac-Pflanze, aus deren Wurzelmehl man Shirataki-Nudeln herstellt, wächst in subtropischen Höhenlagen und hat eine protein- und nährstoffreiche Wurzel. Eine wichtige Nudelsorte sind Reisnudeln. Sie sind weicher und elastischer als Weizennudeln und in den Küchen Vietnams und Thailands beliebt. Das weiß der Salzburger Unternehmer Gerhard Esterbauer. Er führt gemeinsam mit seiner aus Thailand stammenden Frau ein Geschäft mit thailändischem Kunsthandwerk. An der Salzach-Galerie, einem Wochenendmarkt in der Stadt Salzburg, betreibt das Ehepaar auch einen Imbisswagen mit Thai-Spezialitäten. Nudeln ist ein Teil der thailändischen Küche und die thailändische Küche ist sehr, sehr reichhaltig. Aber Nudeln kommen eigentlich überall vor. Die Thai haben eben in erster Linie die Guajiao. Ja. Ein bisschen schwer zum Aussprechen für uns, das Guajiao. Ich weiß oft nicht, wie man es auf die Speisekarten schreiben soll in Deutsch. Guajiao sind milchig-weiße Reisnudeln. Sie sind in dreierlei Größen bzw. Breiten am Markt. Als schmale und breite Bandnudeln und als Fadennudeln. Touristen sollten die thailändische Bezeichnung für diese Teigware schnell lernen, sagt Niki Esterbauer. Sen jai, sen lek, sen mi. Das ist die Größe der Nudeln. Ja, die dünnen Nudeln sind die Sen Mi. Dann gibt es die Sen Jai, die breiten Nudeln. Was haben wir noch für Nudeln? Bat mi, Eiernudel, Seele. Am häufigsten isst man Reisnudeln bei Suppenständen. Man bestellt die Art der Nudel, bei Reisnudeln also die Größen Sen Jai, Sen Lek, Sen Mi und die Einlagen. Das ist ein Spezialtopf, wo die Suppe gekocht wird mit zwei Abteilungen für die, oder drei Abteilungen für die verschiedenen Nudeln. Dann, ja. Man bestellt bei der Küchenchefin dort, welche man will, mit welcher Einlage. Das wird ruckzuck zusammengestellt und wird serviert. Und ist eine kostengünstige, vollwertige, meistens sehr reichhaltige Mahlzeit. Ja. Guajiao Lukchin ist die Nudelsuppe mit Fischbällchen oder mit Fleischbällchen, ja, mit Rindfleisch. Dann gibt es das für Spezialisten mit Innereien, mit Leber, mit gestocktem Blut. Alles übrigens sehr, sehr fein. Nur zufälliger, wenn jemand in Chiang Mai ist, gibt es ein kleines Guajiao
Restaurant eigentlich, das ist in der vierten Generation. Und was mich immer so fasziniert daran, ich habe einmal gefragt, warum die immer noch den gleichen Preis haben, jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und die gesagt, weil es immer noch so geht, ja, ohne den Preis zu erhöhen. Das hat mich fasziniert, haben wir ein gutes Geschäft dort und tolle Nudeln. Ja. Die traditionelle Art der Reisnudelherstellung ist aufwendig. Klebereis wird zuerst fermentiert, dann im Mörser zerstoßen und zu einem Teig geknetet. Dieser Teig wird gedämpft und danach durch ein Sieb in kochendes Wasser gepresst. Einfacher ist die Zubereitung, wenn man für den Nudelteig Reismehl mit Mais- und Tapiokastärke mischt. Dieser Teig wird eher flüssig angerührt, in dünne Schichten aufgestrichen, gedämpft und geschnitten. Ein Nudelgericht bietet Niki Esterbauer in ihrem Imbissstand fast immer an, den Thai-Klassiker Pad Thai. Nudel gebraten mit Tofu, mit Gemüse. Pad Thai ist ein Nationalgericht Thailands. Man würzt mit Tamarindenpaste, Chili, Fischsoße, Knoblauch und Limettensaft und bestreut die Nudeln mit gehackten Erdnüssen und Koriander. Auch Glasnudeln spielen eine Rolle in der Thai-Küche. Ein Vorspeisenklassiker ist Yam Wun Sen. Ein lauwarmer, feurig scharfer Salat aus Glasnudeln, Meeresfrüchten, Frühlingszwiebeln und Sellerieblättern. Für feurige Würze sorgt eine Limetten-Chili-Marinade. Yam Wun Sen ist mit Seafood oder mit Garnel oder Rindfrischierte. Zitronen, Schalotten, Koriander, Fischsauce, Zucker. Muss und auch Chili. Viel Chili nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Ja. Ich esse nicht so viel Chili. Ich habe Chili vergessen, Entschuldigung. Das ist keine Hauptspeise, Yam Wun Sen ist eine Vorspeise. Normalerweise beim größeren Thai-Menü gehört Yam Wun Sen dazu. Ja. Weiße oder beinahe durchsichtige Glasnudeln sind relativ geschmacksneutral und glibberig. Sie sorgen auch für saftige Fülle in Frühlingsrollen und kalten Sommerrollen. Xin Liu, Inhaberin des Lokals Dancing Noodles in Wien. Es gibt das Glasnudel von der Süßkartoffel. Die Glasnudel hat ein bisschen dunklere Farbe. Wir haben letztes Jahr im Sommer auch die Glasnudel und auch ein kaltes Nudelgericht gemacht wird. Ja. Und in Sichuan oder Nordchina, die nehmen meistens Glasnudel in Suppe. Und gebratene Nudeln meistens nehmen sogar in Südchina. Und die einfach gebraten und leicht gewürzen. Glasnudel verwendet oft auch im Baozi. Baozi so ähnlich wie Dumpling, Teigtasche. Glasnudel geben wir immer das rein, weil Glasnudel sorgt viel Wasser. Vorher müssen wir in Wasser einlegen, damit die Glasnudel ein bisschen wach, die sorgt etwas Wasser, damit dieser Teigtasche, Dumpling, schmeckt ein bisschen saftig. Glasnudeln sind ja eher rutschige Nudeln und aus Süßkartoffeln sind es genauso. Noch bissfester als Glasnudeln. Xuyin Wang vom Asialaden in Salzburg steht vor einem Regal mit Sticky Potato Noodles. Diese dicken Nudeln werden aus gekochten Kartoffeln und Kartoffelstärke hergestellt. Sie sind bissfest, aber auch rutschig und klebrig, wie es bei der Qualitätsangabe dieser Teigware heißt. Das sind Nudeln aus normale Kartoffeln. Die Nudeln aus Kartoffeln, sie schmecken im Vergleich zu den Weizennudeln, wie sagt man, sie sind ein bisschen bissfester. Sozusagen ein bisschen sticky. Das sind einfach eigene Geschmacksrichtungen aus der Gegend Wuhan. Ganz die breiten Hotpot-Nudeln mit Gewürze, sehr, sehr beliebt. Eine andere Pasta-Kategorie sind Instant-Nudeln. Getrocknete Nudeln mit beigefügten Gewürzen und Würzöl. Man kocht sie kurz in Wasser oder gießt sie mit heißem Wasser auf. Es gibt ja welche Nudeln, die man trocken zubereitet, ohne Suppe. Und es gibt welche mit der Suppenvariante. Und Gewürze sind schon bereits dabei. Zum Verfeinern kann man ein Ei dazugeben oder Gemüse, ein bisschen Fleisch oder Tofu. Das ist sehr, sehr, sehr einfach und praktisch, weil das ja schon schnell zu verkochen ist. Manche Instant-Nudeln bietet man im Becher an. In Becherform gibt es auch viele. Die sind halt praktisch, vor allem wenn man unterwegs ist, nur kochend heißes Wasser und man hat was Warmes zum Genießen. Im Geschäft steht ein Wasserkocher bereit. Hungrige Kunden übergießen ihre Instant-Suppe gleich nach dem Bezahlen mit heißem Wasser. Es kommen zum Mittag schon sehr, sehr viele Kinder, weil es einfach mal ein bisschen was anderes als ein Leberkässemmel abwechselnd. Auch reisende Asiaten greifen häufig zu Instant-Nudeln. Es gibt sie in vielerlei Geschmacksrichtungen. Von Ente bis Tintenfisch, auch vegetarisch und vegan.
Für Geschmack sorgt Glutamat, viel Glutamat. Meeresfrüchte, Kimchi-Geschmack, sehr, sehr beliebt. Bei den thailändischen gibt es auch mit dem bekannten Tom Yum-Geschmack oder Tom Kha, wo ein Kokosmilchgeschmack dabei ist. Also, ja. Führend am Instant-Nudelsektor ist Südkorea. Die Marke Bulldog hat mit ihren extra scharfen Varianten von sich reden gemacht. In Dänemark hat man die schärfste Nudelvariante wegen Vergiftungsgefahr verboten. Von der Schärfe her zweifach bis zur fünffachen Schärfe. Und die beliebteste Sorte im Moment sind ja diese Carbonara Samyang Bulldog Nudeln aus Korea. Es gibt schon Leute, die auch die fünffach Schärfe vertragen, aber unsere schärferen Nudeln, die wir im Moment da haben, sind die zweifach spicy. Für einen Artikel der Tageszeitung Der Standard hat man diese Nudeln getestet. Auch die schärfste Variante. Die Schärfe mutet anfänglich unauffällig an. Aber man merkt sehr schnell, die kommt von hinten. Ich korrigiere mich. Die ist einfach scharf. Nach dem dritten Löffel würde ich die Ramen als nicht gesundheitsverträglich bezeichnen. Die Lippen brennen am meisten. Dann kommt die Zunge. Das ist eine hinterfotzige Schärfe. Davon kannst du keinen ganzen Teller essen. In auf Qualität bedachten Restaurants sind Fertignudeln kein Thema. Mit hausgemachter Pasta bietet man Suppen oder gebratene Nudeln an und sogenannte gerührte Nudeln mit wenig Flüssigkeit. Etwa sogenannte Dandan-Nudeln aus Sichuan. Die gekochten Weizennudeln verrührt man mit einer würzigen Sauce aus Chiliöl, gebratenem verschierten und vergorenem Senfkohl. Ein eher trockenes Nudelgericht sind auch Zhajiang-Nudeln. Die Sauce ist mit Bohnenpaste und Sojasauce gewürzt, sagt Xin Liu vom Restaurant Dancing Noodles in Wien. Eine ist das Zhajiang-Mian, sehr, sehr bekannte Peking-Nudelgericht. Das ist eine Nudel, hat wenig Öl, nur einfach in Wasser gekocht. Oben hat er verschiedene Gemüse und damit die berühmte Erdnuss-Sesampaste drauf und damit verschiertes Schweinfleisch. Das ist eine heiße Zhajiang-Mian. Bei sämtlichen Gerichten kann sich der Kunde für runde oder flache, breite oder dünne Nudeln entscheiden. Zur Auswahl stehen auch verschiedene Farben. Bunte Nudeln sind mit dem Saft oder einem Püree von Gemüsesorten wie roten Rüben, Kürbis oder Spinat gefärbt. Wie Rotrübennudel, Kürbisnudel, Spinatnudel, schwarzen Tintenfischnudel oder glutenfreie Nudeln sowie Nudeln mit Dinkelmehl. Das machen wir jeden Tag frisch vom Haus. Für ein Fusionsgericht, für das sie bei der italienischen Küche Anleihe nimmt, greift man sogar zu Schlagobers. Einzig haben wir mit die Rezepte von des Schlagobst das dazu genommen, weil meistens asiatisch Nudelgerichte nimmt keine Schlagobst, nur Sojasauce meistens der. Wir haben das Schlagobst dazu genommen, damit die Nudel ein bisschen cremig schmeckt und natürlich auch asiatisch gewürzt in Sojasauce, die anderen Dinge auch dazu. Und die haben auch sehr, sehr gut verkauft. Ja. Auch der Salzburger Gastronom Yao Yao Hu sorgt mit handgezogenen Nudeln für Abwechslung. Seine Lamian bietet er etwa mit rotem Thai-Curry an, schwarze Sepia-Nudeln serviert er mit gegrilltem Tintenfisch. In einem Hot-Pot-Gericht, das ist eine Art Suppentopf, serviert er Pilze, Gemüse, Tofu, Glasnudeln und Fischnudeln. Fischnudeln stellt man aus einer Farce aus Fischfilets her. Da gibt es so viele Arten davon, gell? Also wir leben eigentlich von der Nudel und Reis. Ja. Soba, Mi, Udon und Co. Pastavielfalt aus Asien. Das war eine Sendung von Ernst Weber. Moment Kulinarium können Sie auch als Podcast hören. Sie bekommen ihn auf soundorf.at und bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Nächsten Freitag an dieser Stelle grünes Gold, die Pistazie. Technik der heutigen Sendung Ottmar Habeler-Bergsmann, Redaktion Lukas Tremetsberger.